Ja, Elva ist ein regionales Familienunternehmen im Herzen von Vorarlberg. Wir haben 250 Mitarbeiter. Wichtig ist für uns, wir sind ein gesundes Unternehmen. Wir sehen uns nicht als großer Massenproduzent, für das sind wir zu klein und am falschen Ort. Wir sehen uns als Hersteller von Kartoffelspezialitäten, wo auch immer möglich, mit regionalen Rezepturen. Und da geht es dann darum, die Nische zu besetzen und nicht Mainstream zu sein. Man könnte auch sagen, Elva ist eine Art Kartoffelmanufaktur, wo es um spezielle, außergewöhnliche Produkte geht. Und wo man einfach versucht, Produkte zu entwickeln, die es halt sonst nicht gibt oder die einfach außergewöhnlich sind. Also bei Elva wird sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Ich bin schon lange bei Firma Elva, über 25 Jahre. Und da hat sie viel investiert in Energiesparung, Energieeffizienz. Seit mittlerweile nun im dritten Jahr stellen wir alle Produkte komplett klimaneutral her. Wir haben eine Biogasanlage, wir haben eine Wasseraufbereitung, wir machen eine Wärmerückgewinnung. Wir versuchen vom Feld bis zur Auslieferung einfach 100% klimaneutral zu sein. Oder jetzt mit der neuen Erdgastankstelle, wo die ersten LKWs, die uns die Kartoffeln bringen, mit aus eigenen Produktionsabfällen gewonnenem Erdgas betrieben werden, ist das eine absolut runde Geschichte. Wir hängen ja ab von der Umwelt. Und wenn wir ein Vorreiter sein können, ziehen vielleicht andere Unternehmen nach. In einem Familienunternehmen spürt man einfach, dass Entscheidungen wesentlich langfristiger getroffen werden. Man ist doch nicht so sehr gewinnorientiert. Man möchte auch in 10, 15, 20 Jahren immer noch erfolgreich am Markt tätig sein. Und ich denke, das merkt man schon. Es ist das erste Familienunternehmen, wo ich arbeite. Und das merkt man, finde ich, schon durch den Unterschied zu einem Konzern. Ich glaube, dass das generell Elva immer ausgemacht hat, dass man irgendwie schon ein bisschen spürt, dass ein positives Arbeitsverhältnis hier herinnen herrscht. Das ist einfach das ganze Umfeld hier in der Firma. Es ist einfach so familiär und man fühlt sich hier richtig wohl. Es spielt mit dir niemand hier. Wenn auch jemand vorbeiläuft und er sieht oder sie sieht, du brauchst Hilfe, irgendwas passt nicht, jeder hilft jedem. Niemand sagt, es interessiert mich nicht. Wenn etwas ist, hat man Verständnis, versucht ihm auch noch zu helfen. Ja. Also dann löst man das Problem, auch gemeinsam im Team. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Es wird dir immer geholfen und das ist natürlich sehr positiv. Das macht das Arbeiten auch sehr, sehr einfach. Wir haben ganz bestimmt sehr flache Hierarchien. Die Büros der beiden Geschäftsführer stehen jedem jederzeit offen. Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, wenn es etwas gab, konnte ich direkt beim Chef an der Türe anklopfen. Man kann doch mit den Chefleuten gut sprechen und man kennt sie. Das ist natürlich der Vorteil. Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, ein Bewerber muss zum Unternehmen passen und ein Unternehmen muss zum Bewerber passen. Erstens mal müssen Interesse an der Arbeit zeigen, oder? Ihr wart ein genauer Mitarbeiter, wo das Beste für einen Elfer rausholt und wo mit Leib und Seele wirklich am Morgen da ist und sagt, ich gebe jetzt alles. Ich glaube, man muss bei uns sehr eigenständig arbeiten können, weil wir sehr, sehr flache Hierarchien haben. Und ich glaube, jemand, der eigenständig arbeiten kann und selbstständig einfach was vorwärts treiben kann, der ist hier ganz gut aufgehoben. Was bei Elva, denke ich, wichtig ist, ist Authentizität. Das heißt, man soll so kommen, wie man ist, damit man auch so angenommen werden kann, wie man ist. Familienunternehmen hat auch vielleicht sowas, ich weiß nicht, ob es eingestaubt ist oder so, dieser Begriff, aber eigentlich geht hier sehr viel, sehr schnell vorwärts. Also ich glaube nicht, dass man hier stillsteht. Ich glaube nicht, dass es jemals der Fall sein wird. Wenn dir unser Video gefallen hat und du Lust hast, bei Elva zu arbeiten, dann bewirb dich über unsere Homepage per E-Mail oder per Post. Audio Jungle.